Ja, hier ist wieder der Testmittel von YouTube. Ich hatte euch ja bereits schon diesen Teleskop-Trinkbecher von Pearl vorgestellt. Ideales Produkt, um auf Festivals wie Wacken oder Splash sich ordentlich einzugeben. Hat man immer dabei, kann man prima in der Tasche verstauen. Heute will ich euch mal eine Alternative vorstellen. Und jetzt zeige ich euch erstmal, um welches Produkt es sich handelt und wo ihr das überhaupt kaufen könnt. Und zwar handelt es sich um einen aufblasbaren Bierkrug. Den gibt es bei Amazon zu kaufen. Und zwar ab 2,10 Euro plus Versandkosten. Den Link zum Produkt im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf. Und jetzt stelle ich euch den Bierkrug mal vor. Und hier haben wir den aufblasbaren Bierkrug. Das ist die Verpackung. Holen wir die mal raus. Jo, das ist er jetzt. Aufblasbarer Bierkrug. Kann man so direkt aufziehen, sage ich mal. Und jetzt kommt noch Luft rein. Und dann kann man den benutzen. I love Bier, jawohl. Jo, und hier ist die Öffnung. Und da werden wir jetzt mal blasen. So, jetzt will ich euch einfach noch zeigen, wie einfach ihr den aufblasen könnt. Das geht nämlich super fix. Und zwar, ja, dann nur noch den Stöpsel hier rein. Und das war es auch schon gewesen. Also am besten von der Freundin machen lassen, weil in der Zeit könnt ihr schon mal euch fürs Bier anstellen. Ja, der Bierkrug ist jetzt aufgeblasen. Das ist der Griff. Die Unterseite, da ist noch so ein Pappdeckel eingearbeitet. Ja, hier ist ja die Öffnung, wo die Luft reinkommt. Ich habe sie eben mal hier so reingedrückt gehabt. Aber die drückt sich dann mit der Zeit wieder raus. Deswegen lässt man sie am besten direkt so draußen. Weil, wenn die nachher hier drin ist, kann ja auch weniger Bier rein. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal Bier rein. Soll ja 0,5 fassen. Hier haben wir eine 0,5er Flasche. Und dann gucken wir mal, wie viel da jetzt reinpasst. Oh, ich sehe schon, ich bin jetzt so der Experte beim Eingießen. Ich als Alkoholiker. Ja, jetzt muss ich erstmal was warten, bis da drunter gegangen ist. So, der letzte Tropfen ist eingegossen. Wir wollen ja nichts verschenken hier. So, mein Freund. Und ein 0,5er Bier. Ja, ist im Bierkrug. Man hat sogar noch eine richtig schöne Schaumkrone hier. So sieht das jetzt aus. Man kann das prima greifen. Ja, coole Sache, kann ich nur sagen. Und dann gib ihm. Reinigen lässt sich der aufblasbare Becher auch sehr einfach. Einfach ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Spüli und dann kann man den sehr einfach so sauber machen. Was mich aber mal interessiert, wie schnell lässt er sich wieder zusammenfalten? Dafür müsste man das jetzt hier mal so zusammendrücken und dann geht da die Luft raus. Geht also sehr fix und das war es auch schon gewesen. Ja, und jetzt könnte man den so ein bisschen zusammendrücken und dann wieder verstauen bis zur nächsten Bierorgie. Jetzt wollen wir mal ausprobieren, wie es sich aus dem aufblasbaren Bierkrug überhaupt trinken lässt. Ja, Keule weg. Trunkt der Götter her. Und dann gieß noch mal ein.
Yum, yum. Und ja, jetzt probiere ich mal da draus zu trinken. Ist mehr ein Saugen, weil die Lippe hier vorne so dick ist. Ich probiere es mal ein bisschen andersrum. Jawohl, klappt perfekt draus zu trinken, entweder mit Milch oder Bier. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Den Link zu dem Produkt im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Noch ein kleiner Tipp, wer den Hals nicht voll bekommt und die 0,5 Liter nicht reichen, der kann natürlich zu einem richtigen Männerkrug, ja, greifen.